1.4.2023. Beschaffungsorganisation in BW6-4, whatever, okay. Wir gucken uns heute Digitalisierungsstrategien an. Okay. Wie wir bereits gesehen haben, haben wir ein soziotechnisches System. Okay. Und neulich haben wir uns angeguckt, dass wir hier auch eine dritte Dimension haben, die heißt Digitalisierung, okay, wo wir von Data zu Wissen gehen und von Wissen gehen wir zu Wertschöpfung. Das ist ein bisschen grob, okay? Und so werde ich auch diese Strategien aufgliedern, okay? In drei Elementen, also 1 Data, 2 Wissen, 3 Wertschöpfung. Wohlgemerkt, das ist alles aufbauend. Ich kann nicht bei 3 anfangen, ohne 2 gemacht zu haben. Und hier versteht sich auch, ich habe hier eine Matrix, wie wir bereits uns angeguckt haben. Das ist für jeden einzelnen der Punkte in dieser Matrix der Fall. Okay? Also es ist da auch unterschiedlich, auf welcher Ebene ich mich bewege, dass ich anders agieren muss. So. Ich habe, wie gesagt, 1, reden wir von Daten. 1 römisch, reden wir von Daten. 2 römisch, reden wir von Wissen. Also aus diesen Daten schaffen wir irgendwelche Schlussfolgerungen. Wir sind in der Lage, aus den Daten Wissen zu erstellen, eine Tendenz oder ein Cluster oder irgendwas. Und aus dem Wissen erzeugen wir Wertschöpfung. Also Wertschöpfung ist gekoppelt an Entscheidungen und an Führung und so weiter. Ist es logisch? Ohne Daten. Wissen kann nicht generiert werden, weil ich keine Daten habe. Ich schieße irgendwo in die Luft. Ohne Daten seid ihr ausgeliefert. Wer Entscheidungen trifft aufgrund von Magen, aufgrund von ich fühle mich oder auch von Erfahrung, ja, bad business. Das geht in die Hosen. Das kann einmal vielleicht funktionieren. Irgendwann geht es in die Hose. Und zwar gewaltig. Deshalb immer basiert auf Daten. Wenn Daten vorhanden sind, muss ich auch wissen, wie ich Wissen daraus erzeuge. Also ich brauche meine Kenntnisse über Statistik. Dann Statistik baut auf diese Python oder wie auch immer, welche Tools ihr nutzt. Und daraus entstehen, wenn ich dann eine Tendenz erkenne, dann entsteht ein Erkenntnis, Wissen und dann entsteht eine Entscheidung, die dann hoffentlich zur Wertschöpfung beiträgt. Okay? Das ist irgendwie die Kette und es ist immer das Gleiche. Und es gibt Experten auf Supply Chain Ebene, die sich spezialisiert haben auf Entscheidungsfindung in Supply Chain. Es gibt Experten auf Shopfloor-Ebene, es gibt Experten auf Maschinen-Ebene, es gibt überall Experten, Experten auf Produkten, Experten auf Prozesse und so weiter. Aber es ist immer die gleiche Kette. Ich brauche Daten, von den Daten erzeuge ich Wissen, von dem Wissen erzeuge ich Wertschöpfung. Geht nicht anders. Okay? Und es wird immer zunehmender klarer, weil die Datenflut ist immer gewaltiger. Okay? So, wir gehen, das ist jetzt unser Roadmap in Anführungsstrichen. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt. Die Vorlesung ist auch nicht schwer, ich finde, ist auch nicht lang, aber es ist allgemein gültig. Okay? Und deshalb ist es aus meiner Sicht so interessant, weil ihr könnt es überall dann dementsprechend anwenden, ob ich
eine Beschaffung von einem Sportklamotten bin oder Holzbetrieb oder irgendwas, egal, okay? Sehen wir es gleich. Bei Fragen, wie gesagt, melden wir. Gut, das ist dann unser Roadmap. Ich fange dann an mit den Daten. Okay. Das sind Strategien und 1.1 ist die, das erste, was ich mir angucke, ist die Datenaufnahme. Aufnahmenstruktur. Was heißt das? In welcher Form diese Daten strukturiert sind? Sind diese Daten in Form von einer Matrix, einer Excel-Tabelle oder sind diese Daten bereits in Form von einem Netzwerk, okay, wo viele LKWs unterwegs sind und dann muss ich sie analysieren? Oder was ist die Topologie der Daten? Datentopologie in Klammern. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, als wir damals vor einiger Zeit Netzwerke messbar gemacht haben mit dem Average Path Length, mit dem Clustering Coefficient und die ganze Scheiße da. Okay? Da kommt es jetzt zur Geltung, weil die ganze Welt wird immer mehr sensorifiziert. Okay? Also wir haben Sensoren, die in Form von RFID ist bekannt, ist das gleiche wie bei Rewe, okay? Wenn ihr einen Artikel entnehmt aus dem Regal, dann kommt ein Signal, Artikel entnommen und muss wieder befüllt werden. Das ist RFID. Das ist relativ günstig, kann man gut umsetzen, kostet 2, 3 Cent pro Artikel und bei wertvollen Artikeln wird es eingesetzt, ein DVD oder eine Nintendo Switch oder so, ein Handy, wird immer ein Alarm gestellt. Okay? Es gibt auch Elektroenzephalogrammdaten, es gibt Wearables, wo Mitarbeiter einfach ein Smartwatch haben und dann kann man halt die, oder eine Brille haben, kann man dann dementsprechend steuern und wissen, was alles gibt. Okay? Also am Ende geht es um die Sensorifizierung von Wertschöpfungsnetzwerken. Reicht nicht, die Inhalte des Netzwerks zu kennen, also die Daten, die diese Sensoren senden, sondern auch die Struktur. Wer mit wem, wo, was ist, okay? Wer mit wem kommuniziert, wo sind die Sensoren, das ist super, super wichtig. Und das kommt hier zur Geltung, okay? Die Netzwerkstruktur. Neben den Sensoren benötigen wir auch, also die Knoten vom Netzwerk, benötigen wir auch die Kanten, okay? Das ist die Information Übertragung Struktur. Beispiel 5G. Ein totaler Game Changer, okay? Weil die Bandbreite sich erhöht. Also, wie ihr weiß, die Netzwerkstruktur besteht aus Knoten, die auch ständig Daten liefern, Knoten, aber auch aus Kanten. Also ein Graph, das ist alles bekannt, deshalb sage ich jetzt das schnell, besteht aus Knoten und Kanten. Diese Netzwerkstruktur zu kennen, ist wichtig und notwendig, wenn ihr eure Daten analysiert. Okay? Darf man nicht direkt die Daten einfach reinsteigen in eine Excel-Tabelle? Warum? Weil die Excel-Tabelle bereits
diese Netzwerkstruktur, die dahinter steht, bereinigt hat. Eine Excel-Tabelle hat keine Informationen mehr über Platz, wer mit wem kommuniziert und so weiter. Okay? Deshalb ist Excel so gefährlich. Wir brauchen die Daten. Natürlich, in Excel kann man auch den Graph dahinter darstellen, okay? In Form von Knoten, in Form von Beziehungen. Aber bitte immer im Hinterkopf behalten, es ist genauso wichtig, der Inhalt der Daten als die Struktur, in der diese Daten erzeugt werden. Okay? Ist verständlich? Fragen? Denk an einem logistischen Netzwerk, denk an einem Kundennetzwerk, denk an einem, was weiß ich. Okay? Fragen online. So, jetzt haben wir mehr Leute online. Janis, Leonie, keine Fragen, okay. Alles gut bei mir, danke. Alles gut, Leonie, alles gut. Ja, passt auch alles. Alles gut, okay, gut. Dann. Das ist das Erste. Dann das Zweite. Okay, wir haben jetzt die Datenaufnahmestruktur. Dann gehen wir rein auf der zweiten, Eins, römisch, Punkt 2. Okay, ich versuche hier die gleiche. Dann gehen wir auf die Datenstruktur. Okay. Und da hier folgen wir immer die gleiche Vorgehensweise. Ist immer das Gleiche. Okay, ein bisschen als ein Roadmap. Als Erstes müssen wir eine Auswahl treffen. Aus den Daten. Das ist in der Regel eine statistische Analyse. Okay? Nachdem wir diese statistische Analyse geführt haben, geht es zum Reinigen. Reinigung. Okay? Und hier gehört ein Clustering, weil nicht alle Daten wichtig sind. Manche sind nicht wichtig und die müssen wir wegtun, vielleicht für später, vielleicht kommen die später zur Geltung, aber zunächst konzentrieren wir uns auf, was uns interessiert. Es gibt auch viel White Noise sozusagen, okay? Also Geräusch, was nicht zur Wertschöpfung beiträgt. Und dann gibt es eine Umwandlung. Das ist der wichtigere Schritt für das Management, nämlich die Visualisierung der Daten. Wir können mit Daten viel machen, aber erst wenn wir sie verstehen, können wir Wissen erzeugen. Okay? Und da hilft einfach die Visualisierung. Ihr könnt euch erinnern, wir haben mit Matplotlib gearbeitet, damals in Python, um Histogramme darzustellen, um Pies darzustellen. Excel hat auch viele Möglichkeiten, aber viel weniger als was ich euch da im Laufe der letzten, sagen wir mal, 2-3 Jahren gegeben habe. Denke dran, es ist wichtig, die Daten erstmal auszuwählen mit Hilfe von Statistik, dann zu reinigen. Und dann umzuwandeln, damit man sich verstehen kann. Okay? Also das nenne ich jetzt erstmal ARU oder ARU, okay? Als unsere Strategie. Und sind wir das Gleiche. ARU. Okay? Soweit passt. Hier ist eure, aus meiner Sicht, so wir kennen uns ja ein bisschen, eure Schwachstelle. Ganz klar, okay? Insgesamt, insbesondere hier und hier.
wenn ihr stark, später stark im Büro, im Job sein möchtet, müsst ihr hier investieren. Wie kann ich mit Hilfe von den Tools, die mir gegeben wurden, starke statistische Analysen durchführen? Das ist das, das ist der Knacken. Die Leute verstehen nicht, was die Statistik liefern kann. Das ist da die Nische, wo ihr reingeht. Ganz dringend notwendig, okay? Der eine oder die andere kann meinen, es ist nicht für mich, ich mag Mathe nicht, ich komme durch ohne Zahlen. Dann irgendwann findet ihr eine, wie sagt man, Glass Ceiling, kennt ihr das? So eine Kuppel, wo man nicht weiterkommt. Und das ist der Grund. Weil andere sehen Dinge in den Zahlen, die ihr nicht seht. Ich kann euch versprechen, wenn ihr Dinge seht, die andere nicht sehen, dann werdet ihr weiterkommen. Weil diese Information wichtig und notwendig ist. Okay, Fragen? Nein. Keine Fragen online auch nicht. Gut. Dann gehen wir weiter zum Thema. Oder ich gebe euch ein Beispiel. Beispiel. Wir haben eine Flotte von LKWs. In Polen. Ein Netzwerk von LKWs. Habt ihr Fragen? Nee, ich hatte mich gerade was erinnert. Wie bitte? Ich hatte gerade was im Kopf. Ich habe nachgeschaut. Okay, also wir haben ein Netzwerk von LKWs unterwegs in Polen. In den LKWs, in jedem LKW gibt es einen Mann, einen Fahrer, eine Frau, einen Fahrer oder Fahrerin. Und an diesem Mann oder Frau gibt es auch Wearables. Okay? Gibt es ein Watch? Wir kennen die Information der Straße auch. Ob es Stau gibt, okay? Ob es regnet oder Schnee oder wie das Wetter ist. Okay? Diese Information ist alles bekannt, in Echtzeit auch. Okay? Das Wetter und so weiter. Ich wollte einen Schneeflocken malen, aber. Ob es Tag oder Nacht ist, wie lange der gefahren ist, ob er müde ist. Wir haben auch eine Kamera in dem LKW, also es ist ein Forschungsprojekt. Es wurde auch, sagt man, veröffentlicht. Ihr findet es auf meiner Webseite. Okay? Könnt ihr gucken. Können wir uns nachher angucken. Und dann versuchen wir aus diesen ganzen Daten, natürlich entsteht viel White Noise, okay? Falschmessungen, Daten, die fehlen, manchmal geht da die Raspberry offline und dann können wir nicht mehr gucken. Manchmal hat der LKW vergessen, die Batterie zu wechseln oder den Watch zu laden nachts und dann gibt es keine Daten und so weiter. Passieren tausend Dinge. Trotzdem müssen wir, Auftraggeber will wissen, was abgeht in den LKWs. Okay? Und nach viel Auswahl, Reinigen, und Umwandlung sind wir in der Lage, ihm zu sagen, welche LKWs performen, welche Routen sind besser und so weiter und so fort. Ja. Ich hätte vielleicht auch noch ein Beispiel dazu, was ich im Praxissemester mitbekommen habe. Ich war bei Mercedes und die haben jetzt ein neues Geschäftsmodell. Die sammeln die Daten aus den Autos, also in jedem Auto und der Neuerten. Die merken sich ja, was beim Unfall passiert, wo der passiert, ja. Dabei kaputt geht. Airbag ausgelöst worden, etc. Und die haben die Daten, also die
sind ja die ganze Zeit schon da, die Daten, haben die jetzt auch entsprechend aufbereitet und können die jetzt beispielsweise an die Stadt verkaufen und sagen, guck mal, die und die Kreuzung, die ist noch unsicher, weil da passieren die meisten viele Unfälle. Da passieren die meisten Unfälle mit Fahrradfahrern, da die meisten Unfälle. Klar. Und so weiter. Ja. Also da wurden auch Daten, die ganze Zeit von den Autos eh schon gesammelt wurden, aufbereitet und dann genau verkauft. Ja, das ist viel Geld. Also Daten sind Gold, die Fahrzeuge nehmen die ganze Zeit Daten auf, die schicken sie in den Cloud. Es geht nur darum, dieses Gold, Brachlicht, einfach umzuwandeln. Und dafür musst du die Daten in Wissen umwandeln und von Wissen in Wertschöpfung. Okay, es ist immer die gleiche Kette. So, diese Case Study, was ich euch gezeigt habe, und die Beispiele sind halt enorm, okay, oder weitreichend, könnt ihr in meine Webseite finden. Und das Ding heißt, warte mal, Profavia Research, das Ding heißt, Human Machine Integration in Processes within Industry 4.0 Management. Das ist von 2021, okay? Human Machine Integration in Processes within Industry 4.0 Management. Ist jetzt nicht relevant für die Prüfung oder so, es geht nur darum, dass ihr seht, was so die Sache mit sich bringt, okay? Wir integrieren den Mensch, LKW-Fahrer, mit der Maschine den Fahrer, okay? Und mit der Umwelt. Und das aufgrund oder mit Hilfe von Daten. Human Machine Integration in Process within Industry 4.0. Findet ihr in der Website. Gut. So, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann gehen wir zum Punkt 2 römisch. So, was machen wir, wenn wir jetzt die Daten visualisiert haben? Dann gibt es 2.1, die Option Business Analytics. Okay? Und hier, merkt euch bitte, DDP in klarer Zwinker zur Prüfung, okay? Falls ich das abfrage. So, Business Analytics erfolgt in drei Schritten, sagen wir mal. Kannst du nicht gleich sofort loslegen mit erstmal deskriptiv. Deskriptiv heißt, ich habe die Visualisierung und ich beschreibe einfach die Daten. Okay, das ist schon mal was. Ich mache die Daten verdaubar. Beispiel, was Mercedes macht. Okay, nehmen die Daten, bereiten sie auf, verkaufen die. Die Stadt, weil die keine Leute haben, die sich auskennen, freut sich. Oder weil die Daten nicht haben, freut sich. Hier sind Dinge wie Power BI. Oder SAP unterwegs. Das ist so ein bisschen der Anfang von Business Analytics. Hier könnt ihr mit eurem Bachelor-Niveau anfangen. Bleibt ihr auf dieser Ebene die nächsten 5 Jahre, dann seid ihr irgendwann arbeitslos. Okay? Deskriptive Business Analytics wird eine Maschine übernehmen. Früher oder später. Also es ist kein Arbeitgeber bereit, euch dafür zu bezahlen. Punkt. Und dann
Wenn ihr keine Wertschöpfung bringt, wofür muss ich euch zahlen? Okay, deskriptive. So, die zweite Ebene ist die Diagnostik. Okay? Hier fange ich schon an mit dem Thema KI, künstliche Intelligenz. Okay? Das ist angewandte Statistik, nichts anderes. Gibt es zum Beispiel Clustering-Modelle. Denk an dem Thema Kaminscluster. Oder es gibt Deep Learning. Oder es gibt Monte Carlo und so weiter. Denke nicht, dass wenn ihr euren Bachelor fertig habt, habt ihr die Welt erobert. Okay? Es ist erst der Anfang. Es ist nur ein Schlüssel, um reinzukommen in dem Zimmer. Mehr nicht. Okay? Bitte täusche euch nicht. Die Reise fängt erst an, wenn ihr fertig seid. Auch wenn es niemandem gefällt, aber es ist wirklich so, es ist hart. Oder härter später. Okay? Das ist die Diagnostik. Und dann das dritte, 1, 3, ist die Prädiktive. Okay? Prädiktive Analytics geht auch mit KI, okay? LSTM, Long Short Term Memory Netzwerke. Das sind einfach Netzwerke, die ein Gedächtnis haben und sich Muster merken können. Oder wenn ihr in Richtung schnell laufende Interaktionen geht, die im Thema Krypto zum Beispiel oder Finanz, Mining geht das Thema Quantum Computation. Und das sind alles Themen, was in der Reichweite sind. Ihr müsst einfach nur euch entscheiden für ein Thema und dann machen, okay? So ein bisschen die Idee. Ihr findet auch in meine Forschung Themen hier, zum Beispiel von 2020 Deep Learning Enabling Quality Improvement in Rotogravure Manufacturing. Das war eine Konferenz in Griechenland. Oder Data Handling in Industry 4.0, Interoperability Based on Distributed Ledger Technology, das ist die Blockchain, okay. Habe ich mit einer Chinesin gemacht aus Harvard. Oder Indoor Air Quality Data Monitoring System. Das haben wir in 2019 gemacht, also ein Jahr vor Covid. Und das Paper hat durch Covid halt sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt, weil es ist Indoor Air Quality Data Monitoring, also Luftqualität im Raum vom Büro. Oder Deep Learning for Industrial Computer Vision Quality Control und so weiter. Findet ihr ja einiges, okay? Was ich damit sagen will, ist, das ist ein aktiver Forschungsbereich und ja, da findet ihr, wenn ihr in die Richtung geht, bestimmt Rückmeldung bzw. einen Job besser. Okay? Ich stehe euch zur Verfügung, wenn irgendein Thema hier euch interessiert. Gib mir Bescheid. Ich würde gerne jetzt anfangen, Deep Learning zu lernen. Kannst du mir einen Tipp geben? Ein Buch. Ich würde gerne anfangen mit Cluster, Algorithmen,
sag Bescheid, okay? Ich kann jetzt keine Gedanken lassen oder ich habe Probleme jetzt mit meiner Bachelorarbeit, die Daten zu analysieren. Kommt auf mich zu, ich stehe euch zur Verfügung, okay? Ich kann euch nicht ja, zwingen, aber zur Verfügung kann ich stehen. Okay? Wenn jemand will, dann könnt ihr euch gerne melden. Auch die, die online sind, selbstverständlich. Okay? Danke. Jo. So, das dritte dann, also wie gesagt, DDP. Punkt 3, die Wertschöpfung. Okay. Und hier ist 3.1, Business Decision Making. Also Entscheidungsfindung. Und hier sage ich PP. Es kann sein, dass es ein bisschen komisch aussieht mit den ganzen Abkürzungen oder so. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, macht es Sinn. Okay, 3.1.1. Ganz preskriptive. Das heißt, es ist eine Entscheidungsunterstützung, das ist momentan State of the Art, das ist dieses ChatGPT. Okay? Entscheidungsunterstützung. Oder, und da ist die State of the Art noch nicht, ich würde schätzen in, ja, weiß ich nicht, 2 Jahren, 2 bis 5 Jahren vielleicht, oder die Operationalisierung. P, weil es preskriptiv und 3, 2, 1 prädiktiv. Okay, prädiktiv. Ne, Entschuldigung, preskriptiv. Weil hier ist eine Entscheidungsautomatisierung. Das macht man jetzt momentan mit Drohnen, die in Kampfbereiche sind, okay? Natürlich fängt man halt mit Kriegsgeräte, dann kommen die dann in die Industrie, ist immer das Gleiche. Okay. So, worauf basiert diese Technologie? Meistens basiert da momentan basiert auf NLP, Neuro-Linguistic Programming. Ich zeige euch jetzt ein kleines Beispiel. Stop sharing. Hier. Die Leute vor Ort können schon sehen, was ich meine. So, share. Okay, so, das ist jetzt ein Programm, was ich gemacht habe mit Hilfe von einigen Kollegen.
Wir haben Daten genommen von Instandhaltern, die also ein Text. Die Daten wurden halt von Instandhaltern, die an Maschinen Dinge repariert haben, und nachdem sie was repariert haben, haben sie einen Text geschrieben. Mordslange Texte. Kein Mensch hat sie sich angeguckt über Jahre, okay? Und wir haben mit Hilfe von NLP es geschafft. Also das ist dieses Programm. Das sind die ganzen Texte, okay? Wir haben es geschafft, dass die Maschine in der Lage ist zu erkennen, was wichtig und was nicht wichtig ist für uns. Train in the pipe und so. Und am Ende hat die Maschine erkannt, okay, wichtig ist, dass die Maschine gestoppt ist und dass das Teil, die Turbine, kaputt gegangen ist. Automatisch. Okay? Eine Riesendatenbank. Das war vor ChatGPT. Das war vor einem Jahr ungefähr. Das ist jetzt schon veraltet. Ich will damit sagen, dass der Wagen oder der Zug bewegt sich so schnell, dass selbst Leute wie mich jetzt, die Forschung damit betreiben, wenn ich 2 Wochen nicht gucke, dann kenne ich mich nicht mehr aus. Das ist die Geschwindigkeit. Okay? Und das ist halt das Erschreckende, beziehungsweise die Herausforderung, wenn ihr wollt, für Leute, die ja gerade einen Job versuchen zu finden. Ich weiß nicht, wie ich das noch sagen kann. Okay, aber die Kacke ist echt am Dampfen. Weil die Chineser, die Studierenden in eurem Alter, suchen auch einen Job und wollen auch einen Job. Und die Koreaner. Und mit denen musst ihr kämpfen nachher. Okay? Genau wie die deutschen Firmen nach China gegangen sind und Fabriken aufgemacht haben, werden die chinesischen Firmen herkommen, hierher, und werden sich halt Arbeitskräfte einkaufen. Und die haben alles Geld der Welt. Glaub mir. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich es noch sagen muss, damit ihr aufwacht. Habt ihr den Artikel gelesen von der Zeitung? Findet ihr in der Webseite About, und dann findet ihr im Interview 0323 findet ihr so ein paar Meinungen dazu. Ich weiß nicht, habe ich es euch gezeigt? Letzte Woche, ja. Naja, musst du wissen. So, erst, wichtig, erst bei 3.2 redet man von Business Intelligence. Okay? Also erst, wenn ich eine preskriptive Entscheidungsautomatisierung geschaffen habe, kann ich von BI sprechen. Nicht wie Microsoft verkauft im Business Intelligence. Das ist einfach nur eine schöne Darstellungsautomatisierung. Es ist keine Entscheidungsautomatisierung. Gut, Fragen soweit? Gut, dann gebe ich ein kleines Roadmap. Für Digitalisierungsprojekte.
Okay. Das Erste, was wir tun, ist den Ist-Zustand ermitteln. Hier fragen wir, warum. Okay. So, wir kriegen irgendwelche Input. In einen Auftrag, was digitalisiert werden sollte. Okay. Und wir fragen erstmal, why? Das klingt irgendwie vernünftig, oder? Dann gehen wir her. Und dann sagen wir, okay, was sind die Ziele? Okay? So, wofür? Und ich gehe ran. Ja, mein? Hola? So, hier schauen wir auf die Kosten. Oder schauen wir auf die Qualität? Oh Mann. Ja, mein? Ja, con el video. Estoy en clase, luego te llamo, ¿vale? Vale. Mein Sohn. Entschuldigung. So. Die Ziele sind wichtig, okay? Nachdem wir die Ziele kennen, gucken wir uns den Scope. Okay, also was machen wir? Das ist irgendwie logisch, oder? Das sind die Schritte, die man halt so folgt. Nur jetzt für die digitale Welt. Okay, danach gucken wir uns die Phasen an. Uns die Phasen an. Also was passiert wann? Und die Methode. Methode. Also wie? Okay. Danach gehen wir her.
Dann sagen wir, was ist der Team? Also wer sollte das Ganze tun? Okay? Wer sollte das Ganze tun? Machen wir, wenn wir das entschieden haben. Sagen wir mal gut, wie viel kostet das Ganze? Kann ich es mir überhaupt leisten? Okay. Habe ich vergessen, entschuldige. Hier in den Methoden kann ich unterschiedliche nutzen, Scrum oder Six Sigma oder Lean, davon habt ihr bestimmt schon mal ein paar Mal gehört, oder Agile. In den Phasen erzeuge ich meinen Projektplan und so weiter. Okay. Und dann anschließend kann ich messen. Kann ich den Erfolg messen? In Form von KPIs. Okay. Und dann irgendwann habe ich hier ein Output. Unterlegen ist der DCPNA, was du jetzt gerade lernst in deinem Dings. Okay, diejenigen, die Projektmanagement schon gemacht haben. Dürfte bekannt sein. Okay? So. Das ist ein Roadmap für Digitalisierung, die gekoppelt werden kann mit, erstmal kriege ich eine Idee, dann setze ich mein Roadmap. Dann erzeuge ich die Datenidentifizierung. Siehe oben 1.1. Okay. Datenstruktur. Siehe oben 1.2. Und Business Analytics von 2.1 bis 3.2. Okay. So, das ist jetzt so ein bisschen die Reihenfolge, die man nutzt. Man kann sagen, okay, wie kommt man zu einer Idee? Meistens die Ideen haben die Berater, die einem was verkaufen wollen. Okay? Oder irgendeine Führungskraft hat ein Budget, was er auszugeben hat. Oder okay? Das sind viele, viele Dinge, die passieren können. Oder ein Wettbewerb sagt, ich habe hier das umgesetzt und dann zwingt der Firma irgendwas umzusetzen. Keine Ahnung, können viele, viele Dinge passieren. Aber Tatsache ist, dass der Unternehmer ist halt getrieben.
hier tätig zu werden. Okay? Von der Idee zum Roadmap, also das obere, ginge dahin, okay? Und dann die Themen, die wir oben identifiziert haben, als die fassen, ist sozusagen der, aus meiner Sicht, der gängige Weg zu einer Digitalisierungsstrategie. Okay? War verständlich? Passt? Das wurde ein paar Mal abgefragt in den vergangenen Jahren. Okay? Falls es euch interessiert, halt die Prüfung. Das war in den letzten Jahren auch prüfungsrelevant. Kann in verschiedenen Formen abgefragt werden, aber ihr versteht, was ich meine. Gut, dann war's. Fragen? Online-Fragen?